wieso bist du eigentlich so dick? Ist doch gar nichts weiter. Und da habe ich selber an mir gezweifelt. Ich habe mir inzwischen auch eine neue Waage gekauft, weil ich dachte, die muss ja kaputt sein. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Heute gibt's für euch wieder was Besonderes. Wir haben Teilnehmerinnen eingeladen und haben uns mit denen ausgetauscht. Und ja, zufälligerweise haben wir dann bei einem eigentlich normalen Gespräch einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Egal, was ich gemacht habe, da waren Saftkuren, die habe ich mir runtergewürgt. Shakes, die gingen überhaupt nicht. Da Ernährungspläne, wo ich das Essen runtergewürgt und weggeschluckt habe mit einem Schluck Wasser, weil es nicht geschmeckt hat. Ich bin wirklich happy, so tolle Teilnehmerinnen bei mir in der Betreuung zu haben. Und ich bin mir sicher, dass du da was rausziehen kannst, wenn du auch abnehmen möchtest. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern wirklich nachhaltig. Ich habe immer so auf diese Abnahme gestürzt. Aber diese Abnahme, das ist jetzt wieder das so nebenbei passiert. Und der Rest ist eigentlich, was so wunderschön geworden ist. Und dann läufst du am Spiegel und denkst, ah ja, hast du noch so viel abgenommen. Also mega. Die Leute sind neidisch, weil ich so viel esse und trotzdem abnehme. Ich liebe es vor allen Dingen auch zu essen, wie ich sag. Wenn du auch Zeit und vor allem dir Frust ersparen möchtest, um schnell in deine Lieblingshose wieder reinzugehen und endlich vielleicht wieder Spaß zu haben an deinem Körper und so, dass dieses Gedankenkarussell, das viele Frauen haben, die mit ihrem Körper nicht in der Balance sind, die sich ständig Gedanken machen, was denken die anderen? Was du so reinhaust, ist schon echt. Also mit diesen Portionen da so, ich sag, ja, ich muss, für diesen Körper muss ich das tun, es tut mir leid. Also das ist schon so, ja. Genau. Und ich habe Koffer gepackt, habe ich eben schon erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich Koffer gepackt habe, unglücklich. Wie viele Stunden habe ich damit verbracht? Ja, wie viele Qualen waren das für mich, Dinge einzupacken, in denen ich mich auch nie so wohl gefühlt habe. Ich habe gerade einen Koffer gepackt, ich habe ein Kleid an, das habe ich Jahre nicht angehabt. Jahre. Ich habe so viele Dinge dabei und ich fühle mich in allem gut. Erfahre hier in diesem Video, wie das die beiden Ladies Angela und Silvana gemacht haben und informiere dich gerne bei uns auf der Webseite, wie es auch für dich klappen kann. Na? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Ende des Videos nochmal wieder. Körperverwandlung. Wenn ich das so höre, dass das für euch so einfach jahrelang einfach nicht schön war und dass ihr jetzt so Freude bei den Dingen empfindet. Also nicht jahrelang, sondern für mich schon immer. Also für mich ist das ein neues Leben. Ich sage jetzt immer in meinem alten Leben und jetzt ist mein neues Leben. Ist wirklich so. Ich war immer dick. Also bis zur Jugend ist man halt normal und dann kam dieser Schlag und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 75 Kilo und denkst, okay, das bin jetzt ich. Aber das kam auch gefühlt über Nacht. Und ich war nie der Pizzaesser oder Kuchenreinhauer oder Süßigkeiten. Bei mir kam das wirklich über Jahre hinweg nicht auf mich geachtet und immer überall ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig. Ja. Also so, das war das. Ich war nie dieser, dass man, also viele sagen dann zu mir, wieso bist du eigentlich so dick? Ist doch gar nichts weiter. Und da habe ich selber an mir gezweifelt. Ich habe mir inzwischen auch eine neue Waage gekauft, weil ich dachte, die muss ja kaputt sein. Ich mache so viel und da geht nichts weg. So. Wo bist du denn jetzt gerade? Bei 65. Bitte. Warum habst du jetzt, ich sag mal eine Frage an euch beide, warum habt ihr euch denn für, also erstmal die Frage, habt ihr euch auch andere angeguckt? Oder waren wir die erste Station? Na, ich habe schon andere Challenges mitgemacht, aber die waren nie, also das war dann immer, wo du dachtest, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Ja. Oh, das war eine Quälerei und das war wirklich eine Challenge, eine Herausforderung an mich selber. Aber es war nie was dabei, auch diese, wie gesagt, anderen Geschichten. Es war nie was, wo ich sage, das kann ich die nächsten 100 Jahre machen. Nee. Und jetzt ist zwar mit dieser Lebensmittelliste und mit diesem ganzen Plan im Grunde ja alles eingeschränkter, aber für mich ist das wie so ein Highlight. Ich, wie auch heute, ich war ja in so einem schönen Schickimicki-Hotel, da habe ich mir gegönnt, das habe ich mir mal geleistet für mich selbst. Und da war gestern Abend auch Buffet, leider nur, aber auch Gott sei Dank. Und dann ist es für mich so, wie stelle ich mir das zusammen? Und das ist eher so positiv. Ich denke nicht, ich gehe nicht dahin und denke, oh Gott, du darfst eh nur die Hälfte davon essen, so ungefähr. Sondern, boah, wie mache ich es? Was steht mir zur Auswahl? Wie baue ich mir das zusammen? Und das ist so schön. Und dann sitzt du vor deinem Teller, du weißt, dass das alles gut für dich ist und du isst es dreimal mehr mit Genuss. Also wenn du denkst, oh Gott, wenn ich das jetzt rein habe, dann habe ich eigentlich meinen Tagesbedarf schon weg. Und oh Gott, wie soll denn der restliche Tag noch werden oder wie? Sondern du stehst dann vor Frühstück auf und weißt genau, du bist mit dir selber klar. Du hast alles richtig gemacht, du bist satt, du bist zufrieden und du kannst halt noch dreimal essen und es ist alles wunderschön. Also das ist so kein Verzicht. Das erste Mal ist, dass ich finde, dass viel was getan hat. Genau. Das ist das Erste, was ich jetzt hier gemacht habe, wo ich sage, ich habe mich selber verändert. Ich habe mein Denken verändert. Ich habe mein Denken zum Essen verändert und mein Denken zu meinem Leben, weil ich nicht mehr den ganzen Tag darüber nachdenken muss, weil das einfach schon alles automatisch mittlerweile drin ist. Was darf ich essen? Oh, das könnte ich jetzt nicht. Oh, wie viel davon? Wenn man hat ein richtiges Gefühl dafür bekommen, was kann ich jetzt essen? Genau. Und früher, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war so ein Plan. Den habe ich dann gekriegt, den habe ich dann gemacht und das war okay. Das hat auch funktioniert.
funktioniert. Und danach war aber Ende, weil ich ja gar nicht wusste, wie macht man das richtig. Genau. Und weil ich auch gar keine Freude hatte, sondern ich habe es gemacht, ich habe es gegessen und teilweise war es wirklich nicht lecker. Und ich habe eben schon gesagt, ich liebe jedes Essen. Ich liebe mein Frühstück, ich liebe mein Mittagessen, ich liebe mein zweites Mittagessen. Die Leute sind neidisch, weil ich so viel esse und trotzdem abnehme. Ich liebe es vor allen Dingen auch zu essen, muss ich sagen. Und ich freue mich teilweise auf Frühstück oder Abendessen, weil das für mich ein Snack ist. Das schmeckt so lecker, genau. So süß. Ich habe mit Banane und ich liebe es. Also ich liebe einfach mein Essen und das gab es vorher nicht. Genau. Egal, was ich gemacht habe, da waren Saftkuren, die waren, da will ich gar nicht drüber reden, die habe ich mir runtergewürgt. Da waren Shakes, die gingen überhaupt nicht. Da waren Ernährungspläne, wo ich das Essen runtergewürgt und weggeschluckt habe mit einem Schluck Wasser, weil es nicht geschmeckt hat. Du sagst ja selber, es muss jetzt, zieh es durch, mach einfach durch. Genau. Aber das ist nicht, das ist einfach, es ist ein neues Leben. Genau. Ja. Ich habe immer mich so auf diese Abnahme gestürzt, aber diese Abnahme, das ist jetzt wieder das so nebenbei passiert und der Rest ist eigentlich, was so wunderschön geworden ist und dann läufst du am Spiegel und denkst, ah ja, hast du noch so viel abgenommen, also mega, weißt du, so wie wenn das nicht mehr so dieser Fokus so extrem da drauf liegt. Ja, wenn man die Waage loslässt, finde ich, das ist das. Genau. Wenn man die Waage loslassen kann, dann ist alles viel einfacher. Also die Waage ist auch so, dass ich mich draufgehe und denke, okay, geht klar. Ja. Das ist so, ja. Aber weil man was auch schon fühlt, ich fühle das irgendwie schon. Ich gucke in den Spiegel und denke, ja, das funktioniert. Genau, genau. Also ich hatte jetzt auch mal eine Zeit, da habe ich so mich ein bisschen in Nüsse verliebt. Da ist es auch mal ganz offen gesagt ein bisschen nach oben gegangen. Aber da dachte ich, aha, alles klar. Ist auch schön zu merken, wie der Körper reagiert. Ja. Und dann habe ich das mit den Nüssen wieder ein bisschen reduziert und ein bisschen rum und um gestellt und jetzt geht es wieder nach unten. Ja. Und da denke ich mir so, wie sensationell ist das? Du hast dein Leitwegsystem, du kommst wieder zurück, du kannst es genauso wieder einstellen und schon bist du wieder auf diesem Pfad. Du weißt, dass es nach oben geben kann, wenn du dich in dem Sinne nicht dran hältst oder wie man es nennt oder halt zu viele Experimente machst. Aber du kommst zurück und es ist trotzdem also super. Ja. Was müsste man denn jetzt machen aus eurer Warte heraus, damit das Ganze wieder rückläufig ist? Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, dass ihr wieder mit so mit euch umgeht, wie ihr es vorher gemacht habt? Nein. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür bin ich zu glücklich. Genau. Ja. Genau. Ja. Also deswegen sage ich, wenn du jetzt 65 Kilo hast und denkst, ach, du bist so ausgelaugt und oh, jetzt musst du das morgen wieder alles machen. Aber es ist ja so schön. Also mein Mann sagt, das Hotel, gute Küche. Ich sage, vor allem ein gutes Fitnessstudio. Also so hat sich das schon verändert, weißt aber du? Aber das hättest du dir vorher niemals... Hör auf, weißt du, was ich gemacht habe? Die 4 Monate waren um. Ich hatte Riesenglück. Die 4 Monate waren im Grunde bei mir, also unbewusst genau in dem... Also ich hatte jeden Tag gleich, im Grunde keine großen Familienfeste oder irgendwie sowas. Ne? Das war alles gut. Ich musste nie irgendwie da jonglieren. Und nach den 4 Monaten genau ging Urlaub los. Schiffskreuzfahrtsreise AIDA. All inclusive. Ich dachte, okay, jetzt geht's los mit der Herausforderung. War erstmal so ein bisschen spannend. Ich habe vorher mit der Steffi noch gesagt, wie mache ich's denn? Sagt die, nimm die Liste, dann kommst du schon durch und bla bla bla. Und es war super. Und dann irgendwann so am zweiten Tag war ich nicht laufen. Ich stehe 4:30 auf. Also ich bin so diese ganz wie jetzt zu Hause, weil Lärche. Diese Frühzeit ist meine Zeit, da bin ich keine Mutti und auch keine Frau. Da bin ich Silvana. Da bin ich erstmal für mich. Denn mein kleines Kind ist jetzt mal zeitig mit mir aufgestanden und hat schon, der ist 7 und der hält mir immer wissenschaftliche Vorträge übers Universum und über seinen Blutkreislauf und alles, was so in seinem kleinen Hirn gerade los ist. Und der kommt ja um 4:30 und fängt wieder an, über seinen Blutkreislauf zu reden. Da habe ich gesagt, Moment, in einer Stunde darfst du mich gerne ansprechen. Bis dahin bin ich Silvana und erstmal in meiner eigenen Welt. Okay, dann treffen wir uns nachher wieder. Dann ist er gegangen und ich bin auf meinem Laufband und dann erstmal, ich komme dann erstmal an im Leben. Und da, ich brauche das. Und dann waren wir auf der AIDA und dann denke ich mir so, okay, jetzt hast du 2 Tage, bist du jetzt hier, ist alles wunderschön, aber irgendwas fehlt, du brauchst für dich, du musst mal hier. Also bin ich um 5 aufgestanden. Ja. Bin über diese Totenstelle AIDA geschlendert, ins Fitnessstudio rein, bin dann auf meinem Laufband, 1 Stunde habt ihr dabei zugeguckt, wie die übers Meer schippert. Dann bin ich wieder aufs Zimmer oder auf die Kabine, hab geduscht, hab mich wieder ins Bett gelegt und bin 1 Stunde später mit allen anderen aufgestanden. Und hatte aber für mich schon diese Befriedigung innen drin, das Leben ist schön. Wenn ich das einer Frau sage, die oft hört mich am Telefon, ja, ich bin faul, ich hasse Sport und so, ne? Und ich weiß, dass es bei den meisten Teilnehmerinnen und ich glaube bei euch auch zu gewissen Teilen, ihr wart zwar gewillt, was zu tun, aber sagen wir mal ehrlich, Spaß daran oder dass ihr es gebraucht habt? Nee. Das ist nicht. Ein Übel zum Zweck. Oder wie heißt das? Mittel zum notwendiges Zweck. Übel. Wäre es gewesen, aber oft habe ich mir Ausreden gesucht, das nicht zu tun. Ja. Also wenn ich mich jetzt abends... Von nach oben los. Gestern Abend, dann habe ich um 9:30 noch meine Schritte zu Ende gemacht, 1 Stunde. Es war gar kein Problem, es war gar keine Frage, das noch zu tun. Ich guckte auf meine Uhr und dachte, du musst noch ein paar Schritte. Fantastisch, ich habe mir meine Lieblingsserie angemacht, habe ich mich da vorgestellt, ein paar Schritte gemacht. Genau. Das war alles
Das gehört dazu. Das ist für mich gar keine Frage. Das ist meine Zeit, die ich mir für mich nehme. Und das ist auch wichtig, das zu tun. Ich kann das nicht mehr ohne. Ich will das gar nicht mehr loslassen, weil ich finde, ich nehme jetzt Zeit für meine Familie. Ich nehme Zeit für meine Freunde. Ich nehme Zeit für meine Arbeit. Also muss ich auch Zeit für mich nehmen. Und das werde ich nicht mehr loslassen. Um dem anderen allem gerecht zu werden. Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen auch, um glücklich zu sein. Genau. Dieses Glücklichsein hat für mich so viel Fokus bekommen in meinem Leben. Das will ich nicht mehr loslassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du Kinder auch? Eine Tochter, die wird jetzt 4. Naja. Genau. Da weiß ich Bescheid. Ne? Da weiß ich Bescheid. Und die weiß jetzt aber auch Bescheid. Weil sie merkt, wie glücklich ich bin. Genau. Ich sehe das. Sie war schon seit Beginn ihrer Geburt mein Spiegel. Und die ist mein größter Spiegel. Und das, was ich jetzt in ihr sehe, dieses Strahlen, das sie noch mehr bekommen hat, weil ich viel entspannter bin, das kann ich gar nicht. Das ist schon das beste Geschenk. Und bei mir ist halt auch so, aber das merke ich auch jetzt, also das ist mir wirklich jetzt so bewusst geworden. Ich war mit denen nie Fahrrad fahren, die sind immer nur laufen gegangen und auch nur so am besten im Winter, wo man sich dick einpacken kann. Also gar nicht jetzt, dass man da irgendwie unter die Leute geht oder sich zeigt, Schwimmbad. Ja gut, wenn es sein muss, aber wir fahren irgendwo anders hin, dass uns ja auf dem Ort, also wir haben einen Ort, ein Schwimmbad, ne? Ja. Vergiss es. Und auch solche, auch so Kletterparks und diese Camping. Da bin ich so richtig Bock drauf. So geil, da freue ich mich drauf, das zu machen. Was ich jetzt nicht alles mit der Unternehmen gehe. Da freue ich mich richtig drauf. Und ich habe halt zwei Jungs, weißt du, und dann fließen wir da durch und spielen wir da drin verstecken und ich bin klein, da passe ich überall rein. Ja. Das ist so mega, genau. Und das merke ich jetzt auch, wie durch, also wir waren das erste Mal jetzt, also ich war jetzt das erste Mal in dem Leben meiner Kinder mit denen im Freibad. Also ich ziehe mich da aus und habe dann Bikini an und kein Mensch guckt, sondern ich bin da einfach, also noch nicht mal ich mache mir Gedanken darüber, wie ich aussehe, weil ich weiß, dass ich gut aussehe. Ja, das ist es. Genau, es war furchtbar kalt und wir machen das nie wieder, aber es war schön. Also es war schön. Ja. Auch für die, weißt du, so für die Kinder, richtig, die sich über sowas gar keine Gedanken machen. Die sollen sich darüber auch keine Gedanken machen. Aber wie du als Mutti dich einschränkst. Ja, und auch ein Stück weit das Leben des Kindes einschränkst. Genau. Natürlich nicht mit Absicht, aber weil du dich ja nicht wohlfühlst und deswegen kannst du es nicht geben. Ne? Das freue ich mich jetzt auf meinen Urlaub. Ich habe schon gesagt, dass ich alles nicht machen will. Wie toll das wird. Wie oft ich diese riesen Rutschen mit der hochgehe, runterrutschen will, am Strand stundenlange Spaziergänge. Ja. Ich will da Wassersport machen. Ich will da jeden Tag dieses Aqua-Gym machen. Worauf ich mich jetzt schon freue. Vorher mal meinen Urlaub. Ja klar, komme ich mit dir spielen. Wenn ich jetzt muss, weil ich es nicht gerne mache, sondern weil ich ja am Strand war und mich nicht wohlgefühlt. Genau. Natürlich machen wir das doch. Aber jetzt, definitiv komme ich mit dir spielen. Gar keine Frage. Ja. Selbst wenn die Leute gucken, wäre es mir sogar egal. Richtig ehrlich, sollen sie doch so. Ist mir total egal. Und jetzt auch dieses Aktive. Vorher habe ich, entspannt und man muss sich ja ausruhen und ich schlafe nachts fantastisch. Ich bin morgens wach und glücklich und zufrieden und da bin ich. Dann kann es losgehen. Und so freue ich mich jetzt auf meinen Urlaub. Oh, weißt du, das war auch bei mir der AIDA. Das war dieses Jahr der erste richtige Urlaub, wie du schon sagst, wo du dann auch so jeden Abend denkst, heute mache ich mich schick. Und weißt du was, was ich anziehe, ich werde schick aussehen. Geil. Und nicht so dieses. Und dann gehst du ja auch mit deinem Teller, gehst du ja ganz anders ans Buffet, obwohl du in dem Sinne in Anführungsstrichen eingeschränkt bist, aber bist du viel selbstbewusster und plischest den nochmal voll. Ja. Und wie du mit den Portionen auch bei mir auf Arbeit. Ich bringe ja, wie gesagt, mein Essen jetzt selbst mit. Und dann sagen die immer, was du so reinhaust, das ist schon echt. Also mit diesen Portionen da so. Ich sag, ich muss, für diesen Körper muss ich das tun. Es tut mir leid, also das ist schon so. Ja. Genau. Und ich habe Koffer gepackt, habe ich eben schon erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich Koffer gepackt habe, unglücklich. Wie viele Stunden habe ich damit verbracht? Ja. Wie viele Qualen waren das für mich, Dinge einzupacken, in denen ich mich auch nie so wohl gefühlt habe. Ich habe gerade einen Koffer gepackt, ich habe ein Kleid an, das habe ich Jahre nicht angehabt. Jahre. Ich habe so viele Dinge dabei und ich fühle mich in allem gut. Was so? In allem. Ich weiß jetzt schon jeden Tag, was ich anziehe, ich fühle mich wohl. Das wird geil. Das wird einfach nur richtig geil. Und du wirst auch sehen, also selbst bei uns, diese ganzen Urlaubsfotos, du guckst sie jetzt alle gern an. Und die hatten da überall so Fotografen rumstehen und auch so Familienbilder haben die ganz viel gemacht. Und ich jeden Abend, ich sag, wir müssen heute wieder Familienfotos machen, es nützt nur nichts. Und dann auch so mit meinem Mann, also die wollten dann so Romantik, wir sind nicht so da mit Romantik, ne? Aber ich sag, komm, jetzt machen wir das mal. Und wir haben so wunderschöne Fotos. Und dann haben wir die auch, also wo man auch die anguckt und so richtig, also nicht so, naja, gut, dann stellen wir die Kinder so davor, dass du es nicht so nicht selber siehst, sondern man drängelt sich regelrecht nach vorne und sagt, guck mal, wie schön es uns geht. Und wie alles toll ist und so. Das haben wir jetzt auch für den. Ja, ich denke auch. Wow. Abnehmen läuft so ganz nebenbei. Klingt das nicht fantastisch? Ich fand diesen Austausch einfach wunderbar. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wenn du keines dieser Videos verpassen willst, dann lade ich dich ein. Abonnier doch unseren Kanal. Lass mir gerne ein Like da und schreib einen Kommentar, wenn dich ganz besonders was hier interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es bis hierher angeschaut hast und lade dich hier nochmal ein, wenn du mehr erfahren willst. Besuch einfach mal unsere Webseite. Dort findest du viele Informationen über unsere Betreuungsangebote. Und ich freue mich schon, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Ganz liebe Grüße, dein Coach Andreas. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit.
Hol dir den Körper, den du verdienst.